Hi Leute, ich bin Kamel und heute gibt es ein neues Tutorial und zwar für den Tusania Around the World. Der ist, kann man sagen, eine Mischung aus dem Around the World und aus dem Crossover und vielleicht der erste Trick für Fortgeschrittene. Viel Spaß beim Üben. Da der TATW im Grunde eine Verbindung des ATW und des Crossovers ist, musst du zuerst diese beiden Tricks und deren Kombination perfekt beherrschen. Wichtig ist besonders, einen möglichst sauberen Around the World auszuführen, damit du dich auf das richtige Timing beim TATW konzentrieren kannst. Wenn der Ball seinen höchsten Punkt erreicht hat und wieder auf dem Weg nach unten ist, dann ist der perfekte Zeitpunkt, um abzuspringen. Also wenn der Around the World ungefähr zur Hälfte bis Dreiviertel vollendet ist. Versuche dich zuerst auf das richtige Timing und den richtigen Bewegungsablauf zu konzentrieren und erst dann versuchst du die nötige Geschwindigkeit zu bekommen.